Hallo, willkommen zu neuen Live-Videos. Und zwar starten wir mal direkt. Der Entwickler hat mir eben mal gezeigt, einen Link gezeigt, wo er ganz tolle Artwork für sein Spiel her hat. Ich habe mal im Discord ein paar gepostet, ein paar ausgewählte, die echt toll waren. Das heißt jetzt auch, dass ich meine Thumbnails ein bisschen peppen kann. Es ist immer schwierig, gute Thumbnails hiermit zu finden, ne? Weil während des Spiels reinzoomen, ist immer so eine Sache und nur aus dem Shop fotografieren ist auch immer irgendwie doof, aus diesem Shop, aus der Unit Modification. Aber jetzt habe ich Artwork, jetzt kann ich ein bisschen mehr rumspielen. Ich werde jetzt nicht jedes ein Thumbnail für basteln, für jedes Live-Dingy, aber wenn sowas was Besonderes ist, was dazu passt, das Artwork, ne, weil wir ja auch nicht misleading Thumbnails haben, dann kann ich da raus jetzt auf den Großen greifen. Wenn ihr Bilder auch haben wollt, die sind alle umsonst im Discord vom Entwickler zu haben. Der hat die da verlinkt. Auch mit Icons und was man halt haben möchte. Da gibt es ein paar schöne Bildchen. Jo, was machen wir jetzt hier? Ja, machen wir einfach weiter, wo wir letztens waren. Ne? Also die Geschichte mit dem Vulcan Phoenix. Also die Idee ist immer die gleiche, wenn ich eine Woche lang eine Einheit, eine Strategie oder sowas spiele. In dem Fall sind es ja zwei Einheiten, könnte man sagen. Mit Schwerpunkt dann. Aufpassen bei dem, ne? Dann geht es einfach darum, wirklich die Finessen der Einheiten kennenzulernen. Jede Einheit hat irgendwo, also es gibt ja die ganzen Fähigkeiten, die Interaktion mit anderen Einheiten. Ne? Es gibt sehr viel Kleinkrempel, Interaktion mit Items und was nicht alles. Ne? Es gibt sehr viel Schnickschnack, Aufstellung, was nicht alles, was man erst lernt, wenn man halt intensiv Einheiten spielt und nie was auslässt. Und ich weiß, das nächste auf meiner Liste ist eigentlich der Melting Point, den mache ich noch am allerwenigsten neben dem Hacker. Obwohl den Hacker, das habe ich inzwischen durchgemacht, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall ist jetzt Vulcan und Phoenix dran, da ich das tief bearbeite. Ja, diese dritte Einheit, die alle propagieren am Anfang, ich denke, das ist okay, wenn man das macht. Aber es geht sicher auch ohne. Ich denke halt jetzt schon wieder an den Einsatz des Vulcans und dass jetzt der Arclight dabei packen nicht viel Sinn machen würde und der Marksman. Also manchmal mische ich das ganz gerne, aber ich glaube, hier kann ich auch einfach jetzt einfach sagen, wir machen hier weiter, weil ich schon zwei habe. Dann kann ich früher vom Schild mehr profitieren oder ähnlichem. Mehr Crawler wäre auch okay gewesen, weil Crawler tatsächlich, ja, entgegen popular belief, sind die gut gegen Mustangs. Die mag man ja sowieso, das zweifelt, glaube ich, keiner an. Naja, das tut jetzt weh. Alles, was er hat, schießt halt auf meine teuren Einheiten und die kleinen sowieso. Das war, habe ich mir schon fast gedacht, dass die Runde nicht angenehm wird. Aber dass der Preis, ich bereit bin zu zahlen, dadurch, dass ich keinen Bodenflächenschaden mache, weil ich dann gleich aus dem Vulcan einfach mehr Effekt raushole. Der braucht bei dem Setup auch keinen mehr Schaden, weil das, was er jetzt abknallen soll, sowieso keinen Schaden aushält. Wenn die jetzt hier Tanks im basteln, dann wäre das natürlich super mit dem Item. Das wisst ihr natürlich vorher nicht. Das ist immer so ein bisschen die Problematik, ne? Achso, das Phoenix machen wir auch nicht. Ich nehme die jetzt einfach mit, weil wenn er jetzt auch einen Rhino oder so spielt, könnt ihr theoretisch auch einfach eins hier draufsetzen und dann ist das vorbei mit dem Rhino. Einfach mal auf die Halde nehmen, ja. Ich habe jetzt nicht vor, hier massiv shoppen zu gehen. So, einmal ganz viele von den kleinen Krabblern und ein bisschen Flugabwehr. Ich doch einen Arclight dazu kaufen können, aber ich wollte sie das nicht provozieren. Etwas, was ich nicht brauche. Alles von hinten reinholen. Genau. Und da nochmal einen extra Schutzschirm zupacken. Noch hat er keinen Tank geholt, der Gegner. Sehr interessant. Ja, Modelltanks könnte man sagen, hat er zum ersten Mal geholt. Hat er auch aufgelevelt hier fett. Level 3. Level 3. Also hat er das mit dem Veteranen-Dingi geholt. Das heißt, wenn ich einen Vulcan hole, packe ich ihn erstmal rechts wahrscheinlich hin. Mal sehen. Sehr schön. Muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Der rollt ja gerade mich drüber hinweg und die Level, die kommen ja überall. Der hat ja schon hier zwei Level, da ein Level und hinten ein Level. Also das ist nicht ungefährlich, wenn ich da nicht langsam was gegen mache. Oh, jetzt könnte ich damit anfangen zu üben. Aber nee, wir machen diese Woche das und gucken wir mal. Wir könnten jetzt diese Runde erzwingen für 100, dass er ein Schild holt. Ist noch nicht viel zum Kaputtmachen dran, ne? Aber ja, ich hoffe, dass sie den nicht töten mit dem Luftschlag. Wahrscheinlich schon, weil dann kriege ich den Level da unten nicht. Ich will nur den Kleinkrim weg haben.
Vielleicht setze ich es mit Absicht ein bisschen weiter rüber, dass der nicht stirbt, ja. Das ist aber schwierig. Ich will, dass der von meinen Leuten platt gelaufen wird hier, da unten, damit die den Level kriegen. So, jetzt haben wir den Vulken. Bisschen mittig. Genau. Das Damage-Item immer noch nicht vergeben. Mir geht es darum, ne? Wer muss den Schaden machen? Der bringt dann, also der nuket dir jetzt eh mit einem Klick weg. Da warte ich lieber auf meinen Moment. Hoffentlich überlebt er das. Den hätte ich treffen dürfen. Half-Life, ja. Nice. Und jetzt bitte töten wir den Level ab. Ich habe Flammenwerfer nicht gut, bin zu sehr begeistert vom Sturm. Ja, das ist der Skiball. Jetzt lohnt sich das Item. Das hätte ich schon ausgeben können, ne? Dann wäre der jetzt tot gewesen. Machen wir nächste Runde. Jetzt weiß ich aber zumindest, dass sich das lohnt. Das ist ja ein wichtiges Investment, das Item. Also das ist schon, sollte man nicht ignorieren. Habe ich gar nicht geguckt, was ein Level bekommen. Kann die irgendwie anklicken, wenn die tot sind. Ich glaube, das geht nämlich kurz, nachdem die gestorben sind. Ich hoffe, dass einer der Crawler aufgelevelt hat. Die hacken die beide ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Er ist schon weniger geworden, der Schaden. Er hat mehrere Steelballs. Redeployment, Acid. Oh, da sind so viele Sachen bei, wo man aufpassen muss. Ja. Also das ist, glaube ich, richtig gut, damit ich ihn auch mal in Sicherheit bringen kann. Bisschen weiter rechts machen. Huch. Wegen dem Acid. Hoffentlich hält das genug ab, dass ich ja nicht gleich raustrete aus Versehen. Den Level mal bekommen. Nice. Kugeln abknallen. Ja, brauche ich den Level ab noch nicht. Jo, mach mal noch so ein. Der ist für den hinteren Fall hier gut. Lieber auch in die Seite packen. Und ja, ansonsten. Ich habe rechts eigentlich nur gegen schießendes Zeug sehr wenig. Ich packe den mal dazu, falls die Kugeln zu nah rankommen. Sicherheit und so. Sich einen Hacker geholt. Ich glaube, der nimmt mich nicht für ernst. Was wolltest du hacken? Den Crawler? Oder was war das Ziel? Ich bin verwirrt. Ja, die Level 2 Crawler, die machen sich. Ja, das Schild, das nervt ein bisschen. Man kriegt mit dem Flammenwerfer halt leider nicht gut tot, ne? Deswegen tue ich jetzt unendlich lange Flame statt kaputt machen. Immerhin schenkt er mir ein Level nochmal. Also keine Ahnung, ob der einen Hacker geholt hat. Das ist ein absolutes Rätsel, wofür das gut war. Ich brauche jetzt was die Schnilde schneller wegräumt, weil das wirklich sehr unangenehm für die Flammenwerfer ist. Ich glaube, der hat es eh gemacht wegen dem Acid, was potenziell eine Karte gewesen wäre zum Legen. Ich glaube nicht, dass er jede Runde ein Schild holt. Obwohl es ja gerade wirklich Wirkung gezeigt hat. Ja, die Zone habe ich zwar verloren, oder mal gucken, wie es noch wird, aber sind noch ein paar Crawler zwischen Fangs. Aber er hat zwei Schilde verloren, ich habe nur eins verloren, von daher schon mal 100 plus. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Hier gibt es erstmal gut XP. Gut, dass das jetzt gekommen ist. Gibt trotzdem XP. Das haben wir gleich. Den halt feuerfest gebaut, die Dinger. So, und da ist der Level. Ich brauche noch ein bisschen XP. Da kommt meine XP. Wenn er die hackt und ich töte, dann kriege ich auch XP. Leider ist der zu hoch, der Marksman. Das könnte jetzt unangenehm werden. Der Gegner verliert, glaube ich, ein bisschen an Substanz gerade. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Hier auch noch ein bisschen Schild dabei packen.
Weiß noch nicht, ob ich ein Level Up für den brauche. Da ist ja noch nicht so viel. Ist schön, den zu haben als Option, aber ich glaube nicht, dass ich ihn die Zone ausfüllen will. Ja, und die machen jetzt ihren Job mehr und mehr. Und mehr Rums. Ja, die Schilde wegräumen ist eigentlich ein Auftrag für Ramtata hier. Und sie auch gut gegen die Kugeln. Ja, also Schild muss halt weg, ne? Das ist alternativlos. Das räumt man so halt am schnellsten weg. Ja, der legt jetzt ganz dicke Schilde hier und hat dem auch ein Schild. Wo ist denn der Hacker? Hacker ist die Counter zum Vulcan? Okay, aber also ich hätte nie dran gedacht, dass das funktioniert. Und ich habe es aber echt noch nie ausprobiert. Also vielleicht klappt es ja. Er hatte eben in einem Vulcan noch bekommen, mir die XP allerdings geschenkt danach. Ich lasse mich mal überraschen. Also vielleicht klappt es ja wirklich. Ich hätte meine Zweifel, meine Berechtigten, glaube ich, da dran. Aber ich habe halt schon viele Überraschungen gesehen. Vielleicht macht er ja auch, ne? Macht Dummes, um Gutes zu lernen. Das ist ja eine Sache, eine Philosophie, die ich vollständig verfolge. Und so, jetzt hat er den nicht gehackt. Also noch geht es auf jeden Fall nicht auf. Das ist die erste Runde, die ich gewinne. Weil er hatte nicht nur einen zweiten Hacker gekauft, sondern auch ein Schild für den Hacker ausgegeben. Und das Problem, was er halt hat, sind halt die Phönix, was ja auch mit Ansage kam, waren ja schon ein paar auf dem Feld, sogar mit Level. Und da bin ich ein bisschen überrascht. Sonst kommt der Javelin. Den könnte ich auch einsetzen. Weil er hat ihn nämlich so schön beisammengesetzt hier. Dann kriege ich da ein paar Sachen raus gleich. So, wenn ich den auflevel, dann. Aber ich kann nicht rechnen. 60.000, 74.000, dann lebt er gerade so eben noch. Und er hat ja ein Schild und da klappt das, ne? Das macht ihm 70.000 Schaden. Das gilt dann für beide. Damit die einfach weiter ihren Flammenwerfer benutzen können. Ist ja, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme. Mal neben den Javelin stellen, vielleicht gerade. Man weiß ja nicht, welchen von beiden er abknallen will, aber der hat ein Schutzschild, deswegen, ne, wird er da potenziell mehr rauskriegen, als er den abknallt, wahrscheinlich. Aber es ist jetzt von mir geraten. Das Item ist auch wertvoller, sondern das ist geraten, also man kann es halt nicht sagen, genau genommen. So, du bist eben gestorben an, woran eigentlich? An den Dingern? Ich gebe dir mal ein Level 3. So. Ja, wir machen jetzt weiter mit diesen Vögelchen hier. Den gleich nach vorne ziehen mit dem Umstellen. So, genau. Das ist schon ärgerlich, sowas, ne? Weil der ist ja teuer, die Fähigkeit. Also nicht mein Fehler, dass er nicht geguckt. Also ich stelle ja die ganze Zeit Einheiten um. Ist ja keine News für ihn gewesen. So, der geht weiter auf Hacker. Nein! Ich bin auch dumm! Nee, warte, hat geklappt. Vergesst es, das war mit Absicht so. Ich wollte es nur knapp machen. Aber sein Javelin ist ins Nichts gegangen. Ja, keine Ahnung. Also ich vermute mal, die Logik hinter den Hackern ist, dass er die Schilde haben wollte, weil wirklich Flammenwerfer auch nicht gut sind, wie er Schilde, wie man hier sieht. So, dass zum Beispiel jetzt die Mustangs, die da drin stehen, auch nicht mit dem Flammenwerfer direkt sterben. Und damit können die länger auf meine Luftabwehr schießen. Das wird wahrscheinlich die Logik dahinter gewesen sein, ne? Und dann räumt er mein Kleinkai weg, wenn dann die jetzt hier den hacken, ne? Also das ist offensichtlich die Kombo, die er spielen wollte. Ich habe das auch nicht sofort erkannt. Offensichtlich klappt es auch nicht, aber das ist vielleicht auch eine Frage des Kräfteverhältnisses. Das kann man durchaus mal überlegen, ob das funktioniert. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass die Hacker selbst eigentlich nichts zu hacken haben am Anfang im großen Umfang oder halt sehr wenig Nutzen am Anfang nur bringen. Also, ne, also das Ganze kann man auch im Fortress machen, da hat man ein dickeres Schild und so weiter und kann auch besser den Dings abknallen, weil wenn er den gehackt hat, knallt er ja sofort ab mit den Phönix, ne? Und deswegen klappt das, glaube ich, gerade nicht. So, sollen wir jetzt einen feigen Nuke machen, um das Ganze zu finishen? Ich habe hier noch nicht gespielt, die Karte, von daher machen wir das jetzt. So. Ja, Einheiten weiter umstellen. Der kann da jetzt auch einen Nuke holen, ne? Wenn die jetzt alles nach links stellen, dann kommt links die Nuke, dann ist witzlos. Sehr witzlos. Stell den jetzt mal rüber und wenn der New kommt, habe ich Pech gehabt. Aber ich glaube, dass ich ihn rechts mache, weil die einfach, ne, er kriegt ja potenziell vier Phönixe, dass das die Überlegung ist. Ich bin das einfach gewillt zu riskieren. Die eine Runde abgebe, habe ich auch nicht verloren. Also ich riskiere auch nicht so viel. Das hier New.
Der muss ja decken, dass ich den Stream hacke oder sowas, obwohl er keinen anhat. Aber es tut mir halt leid, also das, ne? Der links hat ein Schild, wegen dem Nuke hat er wenig genommen und da waren weniger Phönix, glaube ich, zum Abknallen als rechts. Also das ist ganz natürlich, ihn rechts hinzusetzen. Genau wie es eben natürlich war, den Javelin da links zu setzen, eher als rechts zumindest. Und er kriegt ja trotzdem ein paar, solange die Schilde, ne? Ein paar Schilde räumt er ja weg. Aber wie räume ich seine Schilde weg, dann macht meine Nuke auch nicht so viel. Also das Umsetzen der Einheiten ist schon eine brutal gute Fähigkeit. Wenn ich die irgendwie nehmen kann, nehme ich die eigentlich immer. Ich kann die nur empfehlen. Besser als dieses dumme Modul, was ihr in einem reinpacken müsst. Ich glaube, ich 50 im Preisunterschied, aber das Umsetzen, diese Fähigkeit ist einfach absoluter Brüller. Und dann ist natürlich wieder, wenn ihr Giants habt, könnt ihr natürlich, wie ihr seht, mehr Effekt umsetzen, als wenn ihr eine kleine oder mittlere große Armee habt. Er hat ja keine Giants, er hätte von dieser Fähigkeit viel, viel weniger profitiert als ich. Mein Wulk ist das Leben gerettet. Wir haben es verdient. Wir haben es verdient. Ja, witzige Runde. Okay, weiter geht's. Die Beweglichkeit der Wulken. So, der gleiche Gegner. Ups, jetzt hat er mich weggeklickt. Okay, der wollte anscheinend nicht. Der hat mich weggeklickt, der Gegner. Pink hat wohl die Schnauze voll von mir. Vielleicht denkt er, ich wäre irgendwie ein Hacker in irgendeiner Form. Da ist er wieder und er hat mich wieder weggeklickt. Ja, offensichtlich will Pinke oder wie er heißt, nicht gegen mich spielen. Keine Ahnung, wo ist denn Pinke ungefähr? Pinke, muss ja dann hier unten irgendwo sein, ne? Noch Top 100 dann? Ist auf jeden Fall keine gute Idee, die Leute wegzuklicken. Also klar, wenn ihr also wieder der Pinke. Also wenn ihr halt den Verdacht habt, dass das ein Hacker oder so ist. Also eigentlich ist der Exploit rausgenommen und wenn er keinen Streamer hat, kann ich auch nicht reingucken. Von da weiß ich nicht, warum er mich wegklickt. Ne? Das kann dann eigentlich fast nur sein, es gibt einen Hawker, das ist nämlich der echte Hawk, glaube ich. Ja, ist auch egal. Also ihr werdet nur besser, wenn ihr gegen Leute spielt, vor denen ihr Angst habt. Ne? Also das muss man aber hart so formulieren, leider. Also ihr könnt nur mit Stress besser werden. Geht nicht anders. Wenn ihr ohne Furcht spielt, macht ihr was falsch. Ja, wir bleiben weiter in unserer Schuhsohle. Arclight, der stört mich jetzt ein bisschen. Also klar kann ich ihn gebrauchen mit Phönix, aber das ist ja im Grunde genommen das, was der Vulken gleich macht. Aber das kriegt er nie perfekt hin, ne? Oder ganz selten nur perfekt hin, dass der Ansatz stürmt am Anfang. Luftwaffe hat er. Ja, das ist bei den Phönix-Duellen, wenn die kommen sollten, halt nicht gut. Kein Vieh wegräumen. Mal anders. Versteck dich hinterm Headquarter. Ja, mal gucken. Sowas hier irgendwie. Es kann schon sein, dass er sich sehr aggro aufstellt, der Freund. Ne? Hat ja einen hohen Punktzahl gehabt. Da mögen die das schon. Puh, eigentlich müsste ich jetzt Phönix holen. Meine Angst ist halt, dass er dann mit Marksman reagiert, was nicht in den Wolkenbild passt. Also wie kann ich ihn provozieren, das Falsche zu machen? Gar nicht hier, ne? Ach, scheiße, ey. Machen wir so nochmal dazu. Hat halt leider die Marksman. Allerdings ein bisschen schneller gewesen als rechts. Das hat mich den Phönix gekostet.
Also ich würde es vermuten, weil seine Tanklinie sehr gut funktioniert, dass er mehr Marksmen nächste Runde kauft. Gibt ja keinen Grund, die Tanklinie zu verbessern. Aber wenn er Wulkin 1 macht, dann ist halt die Tanklinie wegräumen, ne? Zumindest so wie ich ihn spiele. Also und daher liegt es auch nicht so aus, ob ich Wulkin in absehbarer Zeit holen werde hier bei der Runde. Ja, also Tanklinie ist offensichtlich das Problem für mich. Das heißt, die muss ich wegräumen gleich. Und da ist ja normalerweise der Phönix ganz gut. Ja, also wahrscheinlich wird's Marksman werden bei ihm. Mustang ist natürlich auch immer eine Sache, die er machen kann. Ist ja auch sehr populär. Ja, also das lohnt sich jetzt eigentlich schon, in die Tasche zu packen. Zur Not gebe ich es gleich einen der Vögel hier aus, aber die Flammenwerfer, ich überlege halt, nachher einen Wulkin in die Mitte zu packen, wo ich die alle pulle, inklusive Panzer, und dann tut er mit 100% mehr Schaden, die alle flambieren. Dann hole ich ein Level 2. Das wäre dann bei Runde 4, 5 frühestens wahrscheinlich was. Aber das ist ein Ding, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich will die dann alle in die Mitte pullen, wenn es geht. Da möchte ich hin. Das wäre ein Träumchen. So, jetzt muss ich gerade nochmal einen holen, weil der da links halt vorgelaufen ist. Ich will nicht nochmal da sterben umsonst. Für den einen Kameraden da hinten. Dann kann ich zu zweit zurückballern. Ja, wenn er den tötet, dann tötet er auch den wahrscheinlich. Wir gleich noch einen dazusetzen. Meine Befürchtung ist, wenn ich einen Wulken mittig setze, muss ich ihn so weit vorne setzen, um die alle zu pullen samt Scroller, dass die sehr weit vorne steht. Der Teil macht mir ein bisschen Angst. Hat er gut platziert, den Satellit, ne? Und da rechts, die sind doch zu schnell gestorben. Ich habe gar nicht hingeguckt, weil ich mit Erklären abgelenkt war. Warum ist es jetzt so viel schlechter als eben gelaufen? Wegen dem Phönix da? Ja, ich versuche halt was zu erzwingen. Ne? Ich versuche halt den Wulken zu erzwingen. Auch das mit aller Vorbereitung und Ablenkung. Das ist immer sehr ungesund. Man kann davon nur abraten. Aber so ist das halt manchmal. Jetzt hat er halt die dummen Vögel dahinter und seine outrangen meine auch. Also den Wulken dahin zu stellen, wäre sehr ungesund unter diesen Bedingungen. Trotzdem versucht. Teil von mir will es machen. Können wir den auch regelmäßig verbessern gleich? Also ich plane jetzt für nächste Runde so ein bisschen. Okay. Und nächste Runde kommt dann der Wulken hier mittig hin und pullt hoffentlich die gesamte Armee. Diese Runde gibt es nur noch einen aufs Maul. Nächste Runde ist Medico Strikes Back. So hoffe ich zumindest. Also die Panzer, das wird schon jede Runde ein bisschen fieser. Obwohl die erste Reihe Panzer, wenn gleich der Wulken, die hier ein bisschen pullt und den kleinen Vieh schnell wegräumt, tatsächlich sehr schnell mit dem Phönix clashen werden. Hier sieht man es ja so ein bisschen. Also eine Panzer war sehr ambitioniert zu bauen, links, rechts. Und den mittleren will ich ja jetzt gleich holen und alle durchlaufen. Ich muss ihn gut platzieren, sonst wird er schmerzhaft. Wichtig ist erstmal, dass ich jede Runde nicht so viel blute. Bam, bam, gib ihm! Schon fleißig, die kleinen Fangs. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er jetzt Artillery dazu holt, weil er so viele Sledgehammer hat. Die sollen ja den Job schon machen, die Artillery machen würde. Das wäre halt, ne, die gleiche Konter. Und da habe ich jetzt nochmal eine Runde, wo ich hoffentlich machen kann. So, Javelin. Ja, er hat ja kein Ziel für einen Javelin eigentlich. Und da gibt es auch keine große Gefahr. Krabbler von hinten. Ja, das wäre jetzt unangenehm. Ich kann ja ein paar dazu packen, dann habe ich es auch sicher. Das schadet ja nicht, wenn ich da ein paar zulaufen habe. Ja, und jetzt kommt der Wulken. Den leveln wir auch direkt auf. Dann kriegt er jetzt den ganzen Rums. Und jetzt hoffe ich, dass er die alle pullt. Die gehen da jetzt alle hin. Bei denen ist das ja eigentlich egal. Also die Panzer Level 2 wären von dem jetzt richtig flambiert, denke ich. Ich würde ihm gerne noch einen Scourge geben, damit das richtig schnell geht. Ja, also dann ist das halt wie Level 6 läuft er dann.
Aber vielleicht reicht das jetzt schon. Also vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen. Ich übertreibe mal jetzt nicht, ne, mit dem Kredit und so. So, packen noch einen zweiten Tank dazu. Hat er sich Panzerung geholt. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Entscheidung. Man kann jetzt sagen, klar, die Fängst ist ganz gut, aber der Schaden kommt ja von den Phönix. Na, das ist eher gegen Flammenwerfer sehr gut. Vielleicht ist das einer meiner Zuschauer, der weiß, dass ich diese Woche die Wolkenwochen habe. Ich mache trotzdem jetzt eine Menge Schaden noch, ne, weil ich ja das Item habe und Level 2 bin. Aber natürlich entsprechend viel, viel weniger, als ich sonst gemacht habe. Nicht viel, aber ein Stückchen weniger, als ich sonst gemacht hätte. Na, das dauert jetzt sehr lange mit dem Kameraden hier, die wegzuflamen. Da muss ich gleich, glaube ich, eine Knight und Scourging und oder ausgeben. Trotzdem, der tankt das alles, der macht alle Panzer gleichzeitig tot. Also er macht ja seinen Job, ne? 60k ist sicher nicht verkehrt gewesen. Ich glaube schon, dass er mir jetzt die Runde stark ausgehändigt hat. Aber ich kann das noch ein bisschen anpassen für mich. Lasersights. Fortress. Kann natürlich sein, dass er den jetzt spielt, ne? Ja. So, mehr Rumpf. Ich will die jetzt, glaube ich, nicht wegflamen. Wollte ich gerade machen, genau. Falls jetzt ein Fortress in der Mitte kommt. Der wäre schon, wenn er den jetzt ganz vorne hinsetzt, wäre der ja isoliert von der Armee, ne? Wenn, müsste er ein bisschen hinten hinbauen. Das wäre meine Vermutung zumindest. Gar nichts geholt. Haben die eben anders gestanden? Ja, die Marksman da Level 3 ist ein bisschen fies. Mal vorne. Bam, da platzen Panzer in Massen. Hat Artillerie geholt, das war das, okay. Ja, ich krieg hier ein bisschen viel Schaden ab. Ich überlege, ob ich ein paar Crawler dahinter packe, die nachträglich reinlaufen, einfach um ein paar Schüsse weniger von denen einzufangen. Ja, die Artillerie hat links, rechts eigentlich nichts gemacht, wenn ich das richtig sehe. 2000 Schaden und 6000 Schaden. Aber sie hat die Modelle getötet, ganz schnell, ne? Also die. Und das hat natürlich das Modelltanken stark geschwächt von mir. Ja, wie lösen wir das? Battleship. Noch Tank hier machen. Dann hält er ein bisschen mehr aus. Kriegt auch noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, wie gesagt, den Schaden in der Mitte, also ich jetzt Ignite für die vergeben könnte, würde ich Ignite vergeben für die Kleinen. Ich habe es aber leider nicht drin. Weil Panzerung ist ja sehr ungewöhnlich bei sowas, ne? Naja, die Panzer kriege ich so nicht tot. Jetzt ist überall Artillery-Spam, würde die wahrscheinlich weiter buffen. Crawler reinlaufen zu lassen. Puh. Ich versuche, also ich überlege gerade, ob ich Rhinos reinlaufen lassen soll, die explodieren. Oder ich mache jetzt wirklich Fortress dazu. Die sind ja sehr gut gegen Panzer und die tanken ja auch ordentlich. Ich mache nur mit Fortress. Bisschen Spaß. Der tankt ja auf jeden Fall ordentlich was. Hoffe, dass das früh genug wirkt, das Ganze. Genau, das versuchen wir jetzt mal. Ja, Level 4, also das ist fürs Fortress nicht gut. Muss ja gleich nochmal Schild und ein Kleinvieh beisetzen. Oder ein paar Crawler jetzt nächste Runde vorlaufen lassen. Also ein paar Crawler vorlaufen lassen würde sich, glaube ich, schon lohnen. Ich habe, glaube ich, die Level 4 unterschätzt. Die werden jetzt einfach weggenugt, ja. Aber ich habe die Panzer zumindest ausgelöscht, sodass ich gehen kann. Dann stehe ich nicht so lange in der Artillerie. Die haben Range ausgegeben auf die Dinger.
kein Problem, dann gebe ich gleich Schild aus. Schild und Feuerrate finde ich sehr gut. Nano Repair. Oh, vielleicht klappt das ja. Schild, Nano Repair. Schild. Range und Laufen. Und noch einen dicken vielleicht. Sind ja doch die Schussduelle auch, die nicht unwichtig sind, da hinten. Aber noch ein Schild dabei, also es sind ja schon eine Menge Sachen, die ich da abhalten kann. Den Schilden, dass die einfach überleben, die Kleinen. Hier, du hast einfach für den Mitschilden einen Teil. Wie so eine Artillerie, ne? Wenn die gleichmäßig ihr Feuer auf die Schilde verteilt, das ist immer ganz angenehm. Da möchte ich ein bisschen hin. Melting Points, aua. Dafür sind ja die Jungs da, die stehen noch sehr weit vorne. Schieß mal da drauf, Jungs. Schieß mal da drauf. Aua. Meine Luftwaffe ist irgendwie komplett gestorben. Ich habe nicht gesehen, woran. Hier links schießen noch ein paar. Also wahrscheinlich an den Jungs da vorne. Ich habe da noch einen. Ja, der tankt noch ein bisschen was. Ich guck nur gerade noch den Schilden. Ja, der macht seinen Job wieder, der Vulken. Der fräst sich da durch. 60 Punkte über. Hm, hätte es lieber beendet, ehrlich gesagt. Okidoki. Elektromagnetischer Blast. Da kann er mir jetzt alle Schilde leider wegmachen mit von meinen Dingern da hinten, ne? Was natürlich eine Riesenkatastrophe ist. Dann nehme ich ihm zumindest die Reichweite und die Panzerung ein bisschen weg von seinen. Mir vorne, dass das ein bisschen ablenkt. Ich glaube, der schießt direkt los. Ne? Ich kann ihn gar nicht richtig ablenken damit. Mal sehen. Ah, der Schild verbessern. Der hat eben auf den geschossen. Also von daher würde ich dem jetzt hier ein Level einfach mal geben. Dass er einfach den vielleicht sogar kaputt schießt. Im Moment denke ich, ich brauche mehr von den Vögeln. Vielleicht sogar mit Reichweite. Aber jetzt kommt der elektromagnetische, garantiere ich euch. Mal gucken, also es ist jetzt ein bisschen gewagt hier, ne? Da könnt ihr auch was davor stehen. Aber es ist halt auch wichtig, den wegzuholen, dann könnt ihr einfach da durchlaufen danach. Kein Geld mehr. Jetzt ist er gebufft. Und jetzt ist er gleich tot. Und das hätte mir jetzt wahrscheinlich ein bis zwei Fortes das Leben gerettet. Aber auch komisch, dass er kein Modelltank davor gestellt hat. Er hat Feuer geholt. Ich bin nicht sicher, ob er das gebraucht hat, weil als ich das richtig gesehen habe, die Fangs waren ja nie ein Problem für ihn gewesen, für gar nichts, oder? Also, dass er jetzt Feuer geholt hat für die Artillerie, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Ein Problem war ja meine Luftwaffe die ganze Zeit und dass die zu viel tanken. Und das Feuer hilft ja überhaupt nicht als Antwort darauf. Also, eigentlich war mehr Phoenix die Hardcounter gegen mich, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Weil seine Phoenix schießen weiter als meine, weil er diese Aerial-Karte hat. Und er hätte einfach nur mehr Phoenix gebraucht. Also, hätte er jetzt diesen Sturm gemacht, den ich hatte, hätte er alle meine Schilde ausschalten können. Und die Phoenix bei ihm, die haben wir hier mit Aerial, ne, plus 10. Also hätte er mehr von denen gekauft, Reichweite hat er auch schon gehabt. Dann hätten die sowohl das Ding da unten gekontert, als eben auch meine Phoenix gut gekontert, 1:1. Da hätte er sehr viel besser abgeschnitten. Ich glaube, der hat wirklich gesagt, dass das seine Tanklinie ist und da verlässt er sich drauf. Aber dann bin ich mir noch nicht sicher, warum er dachte, dass die Fangs ein Problem sind. Ja gut, die haben jetzt jede Runde ein paar tausend Schaden gemacht, aber das ist ja kein, also war das wirklich ein Problem? Also vielleicht hat das als ein Problem interpretiert. Vielleicht war es auch ein Problem, mir ist nicht aufgefallen. Vielleicht seit der Schild da ist, kriegt er den nicht rechtzeitig tot. Vielleicht war das so gewesen.
dass sie dann seine Phoenix einfach Modell getankt haben. Aber das ist mir jetzt nicht in dem Umfang aufgefallen, wie das jetzt das rechtfertigen würde. Egal, das war das. Punkt. Na, wo sind wir denn? Die Gier. Da völlig sinnbefreit reinzugucken. Trotzdem freut man sich, wenn man sieht. Na gut, so. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.